Hallihallo, ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und wie ihr seht, ich habe mir hier schon einmal einen Rahmen bereitgelegt. Dieser hat die Maße 30 x 30 cm und hinten rein spieke ich diesen Eimer auf. Ja, so Pinnnadeln, glaube ich, kann man die nennen. Einfach nur, auf dass dieser Rahmen ein wenig erhöht steht. Das dient nachher dem Trocknen, den Trocknungsverlauf, dass der Rahmen nicht in der Farbpfütze liegt. So. Das habe ich jetzt fertig und ja, nun habe ich mir, genau, einfach nur, dass er ein bisschen höher steht. Nun habe ich mir schon einmal Farben bereit gemischt und da könnt ihr natürlich schauen, welche Farben euch gefallen. Ich bin so richtig in diesem Herbstmodus eingetaucht. Ich habe mir ein Hellbraun angemischt, ich habe mir einen Goldton angemischt, immer so kleine Becherchen voll. Und dann habe ich mir noch einen richtig schönen knallgrünen Apfelgrünton angemischt. Der gefiel mir besonders gut, weil ich finde, der ragt dann aus diesem Ganzen nochmal besonders hervor. Das gleiche nochmal in richtig klasse dunkelgrün und auch noch einmal ein dunkelbraunton. Was wir noch benötigen, ist einmal schwarz. Genau, und einmal noch schwarz. Aber ihr könnt natürlich Farben wählen, die euch gefallen, die ihr jetzt draußen, worauf ihr einfach ganz, ganz viel Lust habt. Ja, ein Blatt Papier. Ich habe hier ganz normales herkömmliches Kopierpapier, Druckerpapier genommen und einmal eine Sprühflasche, um einfach nur dieses Papier ganz wenig mit Wasser zu benetzen. Genau, was ist noch in meinem Farbtöpfchen? Zum einen ist es Silikonspray. Zur genaueren Zusammensetzung komme ich gleich noch. Und einmal Vinylkleber. Es ist ähnlich wie weißer Bastkleber. Und ja, wie habe ich das Ganze angemischt? Ich habe 10 Gramm Acrylfarbe, also in jedem Töpfchen 10 Gramm Acrylfarbe meiner Wahl. Dann habe ich 10 Gramm Vinylkleber hinzugefügt und 5 Gramm Wasser. Dieses habe ich recht gut miteinander vermischt. Also ich habe da wirklich auch eine Waage benutzt für. Und dann habe ich pro Becherchen auch noch, naja, zwei gute Spritzer von meinem Silikonspray reingemischt und das Ganze dann einfach nochmal gut durchmischt, gut umgerührt, gut untergemengt. Ja, und jetzt bringe ich die Farbe auf und ich muss auch sagen, das Ergebnis an sich gefällt mir mega, mega klasse. Was dabei rausgekommen ist, das Bild steht fertig in meinem Zimmer und ich muss sagen, ich schaue da sehr gern drauf. Dennoch muss ich sagen, zum Thema Anmischen der Farben, also meine Kunst steckt noch in den Kinderschuhen. Ich hätte gut und gerne im Nachhinein auch 10 Gramm Wasser nehmen können. Ihr werdet es sehen, wenn ich die Farbverläufe haben möchte, sprich, dass die Farben ineinander sich vermischen, dass es doch ein bisschen sich als schwierig gestaltet, weil die Farben wirklich ja ein bisschen zähflüssig sind. Also ein bisschen flüssiger hätte ich es mir im Nachhinein gewünscht oder hätte ich es im Vorwege anmischen sollen. Aber es ging. Also es ließ sich vermischen, aber es ist einfacher, wenn man es ein bisschen flüssiger anmischt. Nun verteile ich mir meine Farben auf meinem Rahmen, ganz wie ich es mag, immer abwechselnd. So, fix noch den Rest der Farbe raufbringen, schön verteilen und ja, zum schwarzen Farbton kommen wir viel, viel später. Und wie ihr jetzt sehen könnt, ist es doch ein bisschen schwierig. Ja, den Verteilungsprozess der Farben. Dann holte ich mir einen Föhn zur Hilfe und dachte, okay, jetzt könnte ich dem Ganzen vielleicht ein bisschen Luft unterm Popo blasen, aber auch das erwies sich als ein bisschen schwierig. Wenn ich ganz dicht ranging, konnte man hier und da so ein bisschen dafür sorgen, dass die Farben sich verteilen. Ja, so sah das Ganze dann aus. Und
Und ich habe mich dann doch für die altbewährte Rüttel-Schüttel-Klopftechnik entschieden. Sprich, ich habe das ganze Bild, den ganzen Keilrahmen immer wieder gedreht und habe das Ganze gut durchgerüttelt und geschüttelt und auch ein bisschen geklopft. Ja, das ist dann das Ergebnis, was bei rauskam. Und man rüttelt, schüttelt und klopft halt so lange, wie man meint, ja, bis einem das Endergebnis gut gefällt, bis es sich gut verteilt, vermischt hat. Und das war ja jetzt an dem Punkt, wo ich sagte, ja, so gefällt es mir, so kann es bleiben. Und dann ging es auch schon weiter mit dem nächsten Arbeitsschritt. Nun kommen wir auch schon zu unserer letzten Farbe, und zwar die Farbe Schwarz. Ich gab jetzt noch einmal einen richtig guten Schuss Silikonöl hinzu, rühre das Ganze richtig kräftig unter. Ja, nun schaute ich, welche Seite ich nach oben haben wollte. Und ich entschied mich für diese Seite, so dass der Farbverlauf eher nach unten fließt. Nun trage ich meine schwarze Farbe ganz oben am Rand auf, auch relativ satt auftragen. Ja, so soll es reichen. Und nun komme ich zu meinem Blatt Papier, welches ich eingangs ja, erwähnt habe. Und dieses befeuchte ich mit, ja, Wasser benetze ich ganz gut mit Wasser. Da eignet sich ganz gut eine Sprühflasche für. Und dann lege ich das Papier auf dieser schwarzen Farbschicht auf. So, nun verteile ich die schwarze Farbe einmal komplett übers ganze Bild zu mir hin. Und ihr könnt auch gleich schon die erste Blasenbildung erkennen. Ich finde, das ist mega, richtig, richtig klasse. Ich habe auch noch ein zweites Mal ein feucht benetztes Blatt aufgelegt und noch einmal die schwarze Farbe über das Blatt, über den Keilrahmen gezogen, also das Blatt über die schwarze Farbe gezogen. Und das macht ihr halt einfach so lange, bis euch das Ergebnis gefällt. Ihr könnt es noch ein drittes, viertes Mal machen. Und jetzt seht ihr, wie Stück für Stück sich die Blasen bilden. Und ich finde es richtig phänomenal. Ja, jetzt muss das Ganze nur noch trocknen. Und ich habe euch mal eben einen kleinen Zeitraffer fertig gemacht, dass ihr die Blasenbildung einmal ein wenig schneller erkennen könnt. Und ich finde das richtig, richtig klasse. Jetzt könnt ihr es erkennen. Zack, wieder ein paar mehr. Zack, wieder ein paar mehr. Ja, also ich habe jetzt das Bild auch locker 2, 3, ich glaube 3 Tage gut durchtrocknen lassen. Es ist ja doch eine recht satte Farbschicht drauf und die braucht auch seine Zeit. So sah das Ganze dann aus, als es ja auch schon relativ gut durchgetrocknet war. So, und nun bin ich auch wieder original dabei. Dieses Stück hat jetzt ein paar Tage gelegen im Büro und konnte vor sich her trocknen. Und ich muss sagen, der Farbverlauf, der ist richtig, richtig klasse. Hier kommen die Farben richtig gut durch. Dieses Dunkelgrün, dieses Hellgrün, dieses Gold, dieses Rot-Orange. Also ich muss sagen, dafür, dass es wirklich mein erstes Stück ist, welches ich jetzt so bearbeitet, verarbeitet habe, bin ich mega, mega zufrieden. Das stelle ich einmal beiseite und jetzt widmen wir uns mal den Blättern, die ich dort aufbringen möchte. Und zwar habe ich schon ein paar vorbereitet. Ich liebe Ahornblätter und ich finde, die Form ist einfach gigantisch. Und ich habe mir davon noch ein paar gepresst. Die habe ich mir heute da reingelegt. Und ich habe aber, ne, ich denke, das sind die. Genau. Die liegen schon ein paar Tage länger drin. Und jetzt gehen wir einfach her mit etwas Goldfarbe. Und kann ich mir hier etwas aufbringen, weil ich für den Rand des Keilrahmens sowieso gleich auch noch goldene Farbe benötige. Also den Rand des Keilrahmens möchte ich auch ganz gern golden versehen. So, und jetzt streiche ich das einfach ein, das ganze Blatt. Das hat jetzt, ich glaube, so 3 Tage habe ich das gepresst im Buch. Jetzt ist das richtig schön durchgetrocknet. Und jetzt
pinsel ich das mit der goldenen Farbe richtig, richtig satt ein und lasse auch das dann richtig gut trocknen. Ich denke mal so eine halbe Stunde, dann sind die recht gut durchgetrocknet. Diese Blätter hier sind schon richtig durchgetrocknet, die habe ich nur vor 2 Stunden einmal eingestrichen mit goldener Acrylfarbe. Genau. Wer jetzt kein Gold mag, wer jetzt sagt, ne, Gold ist nicht so meins, ich hätte gern Silber oder Schwarz oder Grün, ja, mein, dann macht das eben Gold, Schwarz oder Grün. Also nimmt sich halt Acrylfarbe in der Farbe seiner Wahl. Und Blätter, die einem gefallen. Und dann bearbeitet man eben diese. So, das war's auch schon. Jetzt lege ich das beiseite. Jetzt kann das ganz gut vor sich her trocknen. Man sollte vielleicht nicht ganz so günstige Pinsel nehmen, weil dort passiert es, dass da die Farbe abblättert. Und dann hat man das richtig schnell in seinem, ja, Werkstück, wo man es nicht hinhaben möchte. Jetzt kann ich das einmal nochmal beiseite schieben und nehme mir diesen nochmal. Gebe noch einen Klecks goldene Farbe hinzu. Und jetzt tupfe ich. Ich muss mal schauen, dass ich ganz im Bild bin. Ich mache es mal ein bisschen größer. So. So, jetzt bin ich wieder gut da. Und jetzt tupfe ich einfach mit einem Schwamm meine goldene Farbe. Und mache das nämlich nicht mit einem Pinsel, sondern tatsächlich mit meinem Schwamm. Und ziehe diesen hier über den Rand des Keilrahmens. Und bringe hier somit meine goldene Farbe auf. Darunter schimmert ganz leicht noch der Ton durch, der, so wie jetzt hier, dort ist. Aber mich stört es gar nicht. Ich finde das ganz im Gegenteil. Ich finde das richtig, richtig, also ich finde es recht charmant, wenn es da durchluschert. Wer das jetzt nicht möchte, müsste diesen Vorgang hier vielleicht zweimal vornehmen. Ja, so wie hier jetzt. Jetzt ist ein bisschen arg dunkel, aber wie ihr seht, auch das deckt richtig gut. Ich finde das mit dem Schwamm angenehmer, weil man das mit dem Pinsel meist nicht so genau hinbekommt. Und zudem ist das hier mit dem ist diese Arbeit mit dem Schwamm auch schneller. Geht schneller vonstatten, als würde ich jetzt einen Pinsel nutzen. So. Ja, damit wäre ich jetzt fertig. Kann ich beiseite legen. Jetzt warte ich nur noch, dass meine Blätterchen trocknen und die anderen, die schon getrocknet sind, ungefähr, denke ich mal, werde ich die so anordnen. Jetzt muss ich mal schauen, welche sind denn die getrockneten und welche sind die frischen. Dass ich da jetzt nicht so reintatsche. Und ich glaube, dies hier ist auch ungefähr so. Stelle ich mir das vor. So wird es dann ausschauen. Ich weiß jetzt nicht, jetzt kann ich irgendwie nirgendwo drunter greifen. Ja, also irgendwie so schaut das aus. Und jetzt lassen wir das Ganze, sprich diese beiden Blätterchen, auch noch richtig schön trocknen. Und dann werden wir die hier aufbringen. So schaut das Ganze jetzt schon einmal aus. Die Blätter sind ganz gut durchgetrocknet, also sind relativ gut durchgetrocknet. Und die Anordnung so in etwa gefällt es mir auch. So schaut das Ganze schon einmal aus. Die Blätter sind gut getrocknet und die Anordnung, wie ich es hier hergelegt habe, gefällt mir auch. In etwa so werde ich die Blätter jetzt auch aufbringen, anhand von ganz herkömmlichen Bastelkleber. Achtet darauf, dass wenn ihr Kleber nutzt, das ist transparent trocknender Kleber ist, also dass ihr keine Klebereste zurückbleiben. Und tatsächlich reicht das auch, einfach herkömmlicher Bastelkleber. So, das Ganze drücke ich gut an.
finde das richtig, richtig gelungen. Die Farben, wie sie leuchten, also wirklich entspricht komplett dem, wie es gerade draußen ist. Ich rück mal ein Stück hoch, dann könnt ihr es besser sehen. Also ich streiche das ganze Blatt auf der Rückseite, sprich die Seite, die ich nicht mit dem Goldton versehen habe, einfach mit Bastelkleber ein, positioniere es dort, wo ich es hinhaben möchte, drücke es ein bisschen an. Und ganz zum Schluss kann man auch etwas drauflegen, um die ganze Sache ein bisschen zu beschweren. Aber an und für sich reicht es, wenn man die Blätter gut andrückt. Ja, und so bringe ich jetzt alle Blätter auf meinem Bild auf. Und ich freue mich, ich muss wirklich sagen, meine Fähigkeiten, meine künstlerischen Fähigkeiten, was das Thema Bilder anbelangt, steckt ja wirklich noch in den Kinderschuhen. Also die sind definitiv noch nicht ausgereift. Aber ich freue mich, dass ich mich getraut habe, dieses Bild zu machen und muss wirklich sagen, mit dem Ergebnis bin ich mehr als zufrieden. Also ich finde das richtig, richtig klasse. Die Stiele, die müsst ihr auch nicht festkleben, die könnt ihr tatsächlich auch locker lassen. Es gibt noch mal so ein bisschen Schwung in die Sache. So schaut das Ganze schon einmal aus. Ich muss wirklich sagen, ich freue mich, dass ich das ausprobiert habe und habe viel Erfahrung mitnehmen können, wie zum Beispiel das Mischverhältnis. Ihr habt es gesehen, ganz bei Anfang, ganz zu Anfang. Ja, so schaut es aus. Also ich muss wirklich sagen, ich bin krass zufrieden. Man nimmt natürlich auch ein paar Erfahrungen mit, die man jetzt nächstes Mal ein bisschen anders machen würde, wie zum Beispiel das Mischverhältnis. Gerne ein bisschen mehr Wasser dazu. Dann ist die Farbe ein bisschen, ja, weicher im Verlauf und lässt sich besser verteilen. Aber ich muss sagen, ich bin krass zufrieden und ich probiere mit Sicherheit noch andere Farben aus, wie zum Beispiel Rot, Orange, Gelb, Gold, Braun. Also irgendwie solche Farbtöne noch einmal vermischen und auf einem Bild bringen. Also in sich vermischen, verlaufen lassen. Ich, wie gesagt, kann nur sagen, ich bin mega, mega zufrieden mit dem hier und finde das richtig, richtig schön. Werde es aufhängen. Also es kommt dem, wie es gerade draußen ist, so nah. Also richtig, richtig klasse. Ja, jetzt werde ich es trocknen lassen. Morgen den Abspann für euch fotografieren. Ja. Und ich gehe gleich ins Bett, weil es ist jetzt echt schon ein bisschen spät geworden. Also ich mache mich gleich bettfertig.
und werde den Abend noch ein bisschen vom Bett aus richtig schön chillig genießen. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen, viel, viel Freude daran. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal ganz einfach wieder mit dabei seid. Bis dahin, ciao, ciao, sagt eure Diego-Jana.